Großfamilien aus Syrien und dem Libanon wurden jahrelang von den deutschen Behörden bei ihren illegalen Geschäften, etwa in Nordrhein-Westfalen, Bremen oder Berlin, nur wenig belangt. Das hat sich geändert. Viele nächtliche Razzien sowie Beschlagnahmungen von Luxusautos und Immobilien haben die Clans verunsichert. Wie ist die Situation derzeit in Berlin? Dazu spreche ich mit Norbert Schioma. Er ist der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Herr Schioma, der Fünf-Punkte-Plan des Berliner Innensenators aus dem November 2018 in Sachen Clankriminalität ist nun bald ein Jahr alt. Bei welchen Punkten ist die Umsetzung aus Ihrer Sicht bereits erfolgreich und wo noch nicht so richtig? Ja, schönen guten Tag. Wie weit ist man gekommen? Also erstmal wollte man ja die konsequente Verfolgung und Ahndung von Regelverstößen, also auch niederschwelliges Eingreifen. Und da muss man sagen, da ist man sehr erfolgreich gewesen. Man nimmt ihnen die Autos weg, man schließt Shisha-Bars. Insofern nervt man die Menschen und da ist dann schon mal bei dem niederschwelligen Eingreifen, da sind da schon Erfolge zu spüren. Ja, das nächste wäre dann Vermögen einziehen und da haben wir ja so etwas auch gehabt, was die Clans sehr gestört hat, zum Beispiel die 77 Immobilien, die beschlagnahmt wurden und auch man dabei ist, dass sie auch die Mieteinnahmen dann nicht erhalten. Aber um kriminelles Vermögen abschöpfen zu können, muss man natürlich auch mehr Personal in der Polizei bereitstellen und auch die Steuerfahndung verstärken. Was meinen Sie, wie lange wird Sie das Phänomen Clankriminalität in Berlin noch beschäftigen? Der Senat muss sich einig sein oder die Berliner Bevölkerung, dass es eine dauerhafte Aufgabe ist. Und da werden wir auch den Senat, auch den zukünftigen Senat nach den Wahlen, nach 2021 auch immer wieder darauf hinweisen, dass der Druck aufrechterhalten sein muss. Wer führt die Einsätze denn durch? Sind das immer Spezialeinheiten oder sind da auch ganz normale Streifenpolizistinnen und Polizisten im Einsatz? Die Spezialeinheiten kommen dann in Betracht, wenn man weiß, dass die Leute bewaffnet sind. Ganz klar. Schusswaffen. Ansonsten sind es die normalen Kolleginnen und Kollegen der Gewerbekontrolle oder der Ordnungsämter und der Steuerfahndung, die auch dabei sind. Und vom LKA 4, Landeskriminalamt 4, organisierte Kriminalität, die auch bei sind, um dort zu kontrollieren. Und das macht man gemeinsam. Reichen denn die Kräfte der Berliner Polizei dafür? Wie lange können Sie das noch durchhalten? Wenn wir von organisierter Kriminalität reden, ist es in Berlin ja nur ein Teil. Wir haben ja die Rocker, wir haben die Osteuropäer, wir haben die Vietnamesen, wir haben die Italiener, die sich darüber freuen, dass die Clans im Mittelpunkt stehen und sie dadurch ausfallen, nicht in den Fokus kommen. Da freuen sie sich natürlich. Und da muss ich sagen, da sind wir von der Politik im Bereich der gesamten organisierten Kriminalität, die in Berlin zu bekämpfen, wird man nicht so sehr unterstützt. Das muss man sagen. Im Moment hat man den Clans im Fokus, aber dass man Gesamtstrategie, Bekämpfung, OK hat, das haben wir leider nicht. Die Abschiebung von kriminellen Clan-Mitgliedern, gibt es so etwas in Berlin? Also eins muss man mal sagen, im letzten Jahr haben wir aufgrund der Maßnahmen, die bisher hier in Berlin gefahren wurden, 21 Leute auch in den Libanon wieder abgeschoben. Dass man die Hochkriminellen abschieben kann, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, das macht Berlin ja. Kann man den Jugendlichen oder erwachsenen Clanmitgliedern irgendeine Ausstiegsperspektive Richtung legales Leben geben und wenn ja, wie? Wir haben ja schon so Probleme mit Schulen zu bauen und Lehrer zu finden. Wir haben Jugendämter, die überfordert sind, weil sie zu wenig Personal haben. Und insofern sehe ich da einen großen Nachholbedarf. Eine Perspektive zu bieten außerhalb der Reihe. Man versucht gerade ein Aussteigerprogramm zu entwerfen, analog zu den Leuten, die islamistische Terroristen sind oder Gefährder sind. Aber auch das dauert lange. Wir haben kein Personal. Wir finden nicht das geeignete Personal. Wie sehen Sie in Berlin die Rahmenbedingungen für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität insgesamt? Also eigentlich weiß die Politik ja, dass die organisierte Kriminalität ja wie so ein Pilz, so ein Schimmelpilz ist, der alles befällt und auffrisst von unten. Die Politik weiß, dass es marode ist, aber sie tun nichts dagegen. Also nicht in dem Maße, wie es wichtig wäre. Und das ist eigentlich traurig, da muss ich sagen, gerade für eine Hauptstadt. Vielen Dank, Herr Schioma, für das Gespräch. Ich habe mich mit Norbert Schioma, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, über die organisierte Kriminalität in der Hauptstadt im Allgemeinen und über die Clankriminalität im Speziellen unterhalten. Bis zum nächsten Podcast.